In diesem Video sind wir im Inland von Nordspanien unterwegs. Wir sind auf dem Weg zur Halbwüste Bardenas Reales. Wir machen Halt in Teruel und besichtigen dort den Rojo Canyon. Und in Boya gucken wir uns die Welt der Gnome an. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei den Highliners. Schön, dass ihr da seid. Wir sind Manu, Benny und Hündin Josie. Wir wünschen euch viel Spaß mit unseren Videos. Von Valencia geht's los, immer Richtung Saragossa. Bis nach Teruel sind es ungefähr 166 Kilometer. This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. Wir müssen zugeben, umso weiter wir von Valencia wegkommen, umso besser gefällt uns diese Landschaft. Wir sind halt keine Strandmenschen. Wir leben die Natur und wollen so viel wie möglich entdecken. Solche Skulpturen sind uns schon einige begegnet. Hier ist es bestimmt ein Stier und hier gleich kommt der Drachentöter. So gegen 4:45 haben wir den kostenlosen Stellplatz in Teruel erreicht. Und man sieht, es gibt noch genug freie Stellplätze. Und so hatten wir auch die Möglichkeit, mit unserem Anhänger angehängt zu stehen. Nachdem wir den für uns perfekten Platz bezogen haben, wollten wir in eins der nahegelegenen Restaurants zu Abend essen. Aber irgendwie hatten alle zu. Und das eine, was offen hatte, da gab es erst ab 20 Uhr Essen. Weil hier alle Restaurants zu haben, müssen wir uns was selber kochen. Wir wollten eigentlich gerne unterstützen für den kostenlosen Stellplatz. Aber wenn die Restaurants geschlossen haben, geht es schlecht. Am nächsten Tag, nach einem ausgiebigen Frühstück, sind wir dann mit unserem ATV zum Rojo Canyon gefahren. Der ist dort ganz in der Nähe, vielleicht 5 Kilometer entfernt. Hallo, wir machen einen kleinen Ausflug von unserem wunderschönen Stellplatz in Teruel, wenn ich es richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht. Ja, und sind mit unserem Bumblebee, unserem ATV, mal zu einem Canyon gefahren. Wie hieß der Canyon schnell? Toyo? Grojo? Grojo irgendwas? Camping Rojo Teruel. Canyon. Canyon. Canyon.
Canyon Royo Teruel. So, oder Teruel, wie auch immer. Auf jeden Fall, schaut selbst. Mega schaut es aus. Absolut. Und wir werden dann gleich auch noch die Drohne fliegen lassen. Die Wetterbedingungen sind perfekt. Nicht zu heiß, hat so knapp 20 Grad. Wunderbar. Das ist schon spektakulär. Aber wir werden noch ein bisschen laufen und dann noch die Drohne steigen lassen. Genießt die Bilder. Bis später. Aus der Puste, aber durch diesen Canyon zu laufen ist echt faszinierend. Ihr seht es selbst an den Bildern und wir gehen jetzt noch ein Stück weiter bis da hoch, um vielleicht coole Bilder zu erhaschen. Wir sind wieder mal echt begeistert von diesem Canyon. Die Wanderung war toll, es duftet hervorragend, denn all die ganzen grünen Büsche auf der Erde, das ist alles wilder Thymian. Canyon, direkt unter einem Wacholderbaum. Habe ich so noch nie gesehen. Ich kenne nur die Bären für lecker Wildgerichte. Klasse. Fantastisch. Und nach einer kurzen Pause ließ Benny wie versprochen die Drohne steigen, um die ganze Sache mal von oben zu sehen. You feel like summer days to me, warm tender sun and
be. You say nothing at all when we meet, yet somehow I know your history. Oh, come what may, I'm ready. Picture frames like about fitting in, what's right or sin. But as you stand before me, I give in. Picture frames, lavender and pain, they all live here. Within this romance, I get the chance to stop the run and be the lucky one. Nach einer wirklich wunderschönen Wanderung in diesem Canyon konnten wir auch die Drohne noch glücklich und heil landen und schwingen uns einfach mal aufs ATV und werden mal schauen, wo wir landen. Das ist sehr weitläufig hier und ja, wir fahren einfach mal los, ohne Plan. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the fold, pulling the stitches. Time to let have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill, gonna leave it all behind. I think it's time. Auch wenn die Landschaft wirklich bezaubernd ist und es wirklich Spaß macht, sie zu entdecken, gibt es auch hier anscheinend sehr unschöne Ecken und offensichtlich auch ein großes Müllproblem. Wir genießen noch ein paar Eindrücke der tollen Landschaft
und machen uns dann langsam auf den Rückweg. Wir müssen noch ein wenig was einkaufen für den Herrentag, Vatertag oder wie auch immer und lassen dann den Abend ja schön ausklingen. Die Josie ist auch ein bisschen kaputt oder müde. Für sie ist es auch immer ein wenig anstrengend, obwohl sie es echt mag, mit uns gemeinsam mit dem ATV unterwegs zu sein. Hier sind wir zurück in Teruel. Dies ist die Zufahrt zu unserem Stellplatz, der wirklich wunderschön ist und auch kostenlos. Ganz toll organisiert von dieser Stadt oder von der Gemeinde. Fußläufig ist der Supermarkt zu erreichen. Eine ganz prima Ausgangslage, um zum Beispiel, wie wir es getan haben, sich den Canyon anzuschauen und die schöne Gegend zu erkunden. So, wir werden jetzt erstmal eine Kleinigkeit einkaufen, bevor wir es nicht mehr können. Schließlich ist heute Herrentag, Christi Himmelfahrt, Vatertag, wie auch immer es Männertag genannt wird in verschiedenen Regionen. Bei uns ist es schon immer der Herrentag. Und Gott sei Dank, so gleich direkt neben dem Supermarkt, neben dem Campingplatz oder Stellplatz, gibt es einen Supermarkt. Zu dem gehen wir jetzt und dann schauen wir mal, ob wir noch was Leckeres für den Grill bekommen. Dann mal Prost und ein Hoch auf unsere Männer. Am nächsten Tag ging es nach einem herzhaften Frühstück weiter Richtung Badenas Reales. Auch wenn sichtlich die Straße schlechter wurde, aber die Landschaft ein Traum. Man konnte so weit in die Ferne gucken, man kam sich vor, als sei man in Amerika oder Mexiko. Wir genossen die Fahrt, machten zwischendurch mal eine Pause, denn bis zu unserem nächsten Etappenziel in Boya sind es über 200 Kilometer. Die Zufahrt hier zum Stellplatz ist schon wirklich sehr, sehr eng. Aber wir haben es gut gemeistert. Dieser Stellplatz ist wieder mal sehr schön. Super sauber, hat ein Sanitärgebäude mit Toiletten und Duschen, eine Entsorgungsstation, Wasser kann man tanken, die Aussicht ist hervorragend, klasse. Auf diesen Stellplatz passen ca. 7 Wohnmobile rauf und einige Plätze sind für PKWs.
Wir dachten uns, wir stellen uns lieber auf diese Pkw-Stellplätze, weil wir ja doch ein bisschen mehr Platz brauchen bei unserer Länge. Aber ihr werdet sehen. Wir haben dann erstmal eine Pause gemacht und die Sonne genossen und sind dann mit dem Fahrrad zur Welt der Gnome gefahren. Das war total liebevoll hergerichtet und zuckersüß. I'm on my way, yeah. Yes, I'm on my way, yeah, yeah, yeah. I'm on my way. Und hier sieht man, was ich eben gemeint habe. Für manche Wohnmobilisten ist ein Stellplatz, der voll ist, noch lange nicht voll. Platz ist in jeder kleinsten Lücke. Und die Sicherheit interessiert keinen. Mann, Mann, der Camper mag es eben eng. Und somit verabschieden wir uns für dieses Video. Im nächsten Video seht ihr dann die Halbwüste Badenas Reales. Und vergesst nicht, Daumen hoch und abonnieren. Vielen, vielen Dank. Bis bald.